Wie ist das, sich eine Selbstständigkeit als Life-Coach aufzubauen? Teil 2 mit Sarah. Aber stopp, wenn ihr Teil 1 nämlich noch nicht gesehen habt, ist es oben entsprechend verlinkt. Schaut euch das an, damit ihr gewisse Zusammenhänge versteht. Schaut auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung ganz oben vorbei, da findet ihr die Links zu Sarah. Sie würde sich sicherlich freuen und ich würde mich freuen, wenn ihr den ganzen jetzt schon mal ein Like da lasst. Und ich lade euch herzlich dazu ein, den Kanal zu abonnieren. Hier unten ist irgendwo der Button in der Ecke. Gerne einmal draufdrücken, mich unterstützen. Ich freue mich. Und aktiviert auch die Glocke, um künftige Interviews nicht mehr zu verpassen. Und wer sich für Vermögensaufbau interessiert, auf der rechten Seite seht ihr, was ihr mit lediglich 200 Euro pro Monat an Vermögen mit der Hilfe von Jan vom Finanzfokus aufbauen werdet, der bei mir auch schon Interviewgast war. Das Video ist oben verlinkt. Im Gegensatz zur linken Seite, was ich auch über viel zu viele Jahre hinweg gemacht habe, die 200 Euro jeden Monat auf der Bank anzusparen. Daher mein Rat an euch, seid schlauer als ich über viele Jahre und nehmt die Hilfe von Jan in Anspruch. Wenn ihr einen Termin über den ersten Link in der Videobeschreibung mit Jan vereinbart, ist nicht nur das erste Gespräch kostenlos, sondern auch die Bearbeitung, also die komplette Erstellung eurer Unterlagen. Also müsst ihr euch nur im Klaren sein, was ihr monatlich beiseite packen möchtet. Am besten nehmt ihr wie ich das Portfolio von Jan, weil welches Portfolio kann besser sein als vom Experten selbst? Und jetzt würde ich sagen, haben wir genug geredet. Hilft es oft deinen Kunden schon jemanden mit dir einfach jemanden an der Seite zu haben und dann einfach mit dem man über die Dinge sprechen zu können? Naja, da sind wir ja so ein bisschen bei der Zielgruppe und ich sag mal, es hilft glaube ich jedem irgendwann mal mit irgendwem über die Themen zu reden, weil dem Moment, wo du dich selbst reden hörst, lässt du es halt raus. Mhm. Aber das ist ja quasi nicht das, was den Kunden hilft. Also da denke ich mir so, das kann der Kunde auch alleine machen, kann auch zu einer Freundin gehen oder sonst irgendwas. Nein, dafür bin ich nicht da. Das ist nicht der Mehrwert, den ich liefere. Das ist ja dieses Abladen und damit will ich gar nicht arbeiten. Mhm. Mag bestimmt dem einen oder anderen helfen, aber dann kannst du auch zur besten Freundin, zum besten Freund, mit dem Kumpel reden oder was auch immer, um es halt mal loszuwerden. Natürlich hilft es, jemanden an der Seite zu haben. Das ist halt dieser andere Aspekt. Jemanden an der Seite zu haben, der halt den Raum hält und dich durch diese Dinge durchzuführen. Und ich kann auch von mir selbst, von meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Ich habe halt auch Körperarbeit gemacht und bin auf ein tiefes Trauma gestoßen, wo ich wirklich eine tiefe, verborgene, festgesetzte Angst frei befreit habe. Und dann bin ich zu meiner Mentorin gegangen und habe gesagt, du, ich will da nochmal reingehen, ich will das auflösen, ich traue mich das nicht alleine. Ja. Und das ist eigentlich das, was diese Hilfestellung dann bietet. Das heißt, auch ich gehe natürlich auch zu anderen Coaches hin, weil es einfach Dinge gibt, die machen dir vielleicht so viel Angst oder wir haben Angst da drin, in dieser Angst stecken zu bleiben. Das ist halt auch so ein Punkt. Und da kann es dann einfach hilfreich sein, jemanden zu haben, der da ist, wo du weißt, okay, wenn was passiert, der hilft mir da raus oder ich habe einen Ankerpunkt, wo ich wieder rauskommen kann. Und das ist natürlich schon super, super viel wert. Und in der Langzeitbegleitung merke ich das halt jetzt, dass meine Klientin so ein bisschen Schiss davor hat, alleine zu laufen. Das ist aber, glaube ich, das gleiche Gefühl. Ich weiß nicht, ob du das, wie das bei dir war, aber bei mir war das halt so, dieser Wechsel von Schule, Abitur und dann ins Studium. Also du wechselst halt den Ort und diese ganzen Menschen und so weiter. Und es war dann halt so dieses, krass, ich verlasse das jetzt und ich werde so ein bisschen auf die Menschheit losgelassen. Oder nach der Ausbildung ist das so ein ähnlicher Part, ne? So dieses, ich komme aus diesem Behüteten raus. Ja, bei mir war so der Auszug mit 19 aus dem Elternhaus und ich hatte aber auch eigentlich gar keine richtige Einnahmequelle, sondern man war so mit der Freundin damals beide so ein Nebenjob und dann so, oh scheiße, aber man muss alles bezahlen. Ja, so. Ja, so ein bisschen dieses, und das ist natürlich dann die Angst auch von einem Klienten schon mal, wenn du die lange begleitet hast, dann dieses, okay, ich muss jetzt alleine laufen. Und das ist natürlich
das Ziel und gleichzeitig fehlt dann aber halt dieses helfende Händchen. Mhm. Und da ist es halt auch so, dass, sag ich mal, meine Clients, die halt vor allem jetzt auch am Anfang das Vertrauen in mich haben, die behalten ihre alten Preise halt immer. Jederzeit, wie ich mich entwickle, die bekommen halt immer Sonderkonditionen. Mhm. Und da ist halt immer die Möglichkeit zu sagen, komm, wir machen mal nochmal eine Einzelsession hinterher. Und das ist halt diese Begleitung, was du jetzt gerade in der Frage hattest. Ja. Ne? Dass es schon mal gut tut, einfach zu wissen, wie jemand zu haben, zu dem ich hingehen kann, wenn es mal heftig wird. Und bei mir ist es halt auch so, ich bin halt auch so eher der Typ, ich brauche mal so eine Einzelsession bei irgendwem oder mal einen Einzeltermin. Und dann bringt mich das aber sofort wieder so Kilometer weiter, mhm. wo ich alleine mich dann nicht mehr durchgetraut habe. Ja, genau. Dann können wir nochmal direkt überleiten, kurz die Frage beantworten, wer dann so deine Kunden sind. Also jetzt auch so vielleicht demografisch gesehen oder so, sind halt eher ältere, jüngere oder gibt's da gar nicht das Für und das Wider, sondern querbeet? Genau, also ich sag mal so, ich ziehe Menschen an mein Alter und älter interessanterweise. Also ich habe auch viele Klientinnen, die eher älter sind als ich. Finde ich ganz interessant. Ist auch nur erstmal eine Beobachtung. Das sind so die Menschen, die ich energetisch anziehe. Meine Spezialisierung sind, sag ich mal, Power-Mamas und Leaderinnen und Führungskräfte, weil ich gerne mit Menschen arbeite, die Kinder haben. Das ist für mich einfach ein guter Anknüpfungspunkt, weil ich glaube, dass Kinder ein gutes Warum sind. Für Veränderung, für warum ich mich ändere. Und das ist halt mein Aufhänger. Coachen kann ich im Grunde alle, aber ich coache auch lieber Frauen als Männer. Mhm. Ist jetzt vielleicht ein bisschen nicht genderfreundlich und so weiter. Oh nein, Gender. GenderInnen. So heißt dieses Innen überall. Oh. Genau, also nein, ich bin eher ein Coach für Frauen, was nicht heißt, dass ich nie Männer coache. Im Gegenteil, nur ich bin halt, das ist halt das, was du ins Schaufenster hängst, ne? Und ich coach auch grundsätzlich Männer und schließe die nicht aus. Nur mein Programm und alles, was ich mache, ist halt also Frauen, Mütter, Powermamas, also Frauen, die einen Job haben, die Kinder haben, die sich überall drin zerreißen und hinterherhecheln. Und das sind so meine Klientinnen, die mehr zu sich kommen wollen. Ja. Auch dazu passen dann jetzt die nächste Frage, also wie kommst du an Kunden? Also ist das so manuelle Akquise oder Empfehlung mittlerweile schon, Mundpropaganda quasi oder machst du auch mal Werbung schalten oder irgendwie dergleichen? Das ist ja mehr so was Teil 1 betrifft, also was ich im Teil 1 schon gesagt habe. Ich habe mich für Sogmarketing entschieden. Das heißt, ich gehe jetzt nicht hin und fange an, irgendwo Werbung zu schalten, sondern ich baue das organisch über Instagram auf in erster Linie. Instagram ist aber für mich auch wieder eine Probierplattform, weil ich so ein bisschen fühle, dass es später auf jeden Fall mehr LinkedIn werden wird für meine Klientinnen. Und ich probiere mich halt aus. Ich muss es auch für mich so fühlen, wie sich das anfühlt. Ich schließe nicht aus, dass ich vielleicht irgendwann mal Anzeigen schalte, nur ist es tatsächlich eher so, ich zeige einfach, dass ich helfen kann und dass ich ein Angebot mache und wenn derjenige fühlt, es passt, dann soll er zu mir kommen. Ich biete Lösungen an für die Themen und ich kann auch sehr gut beurteilen, ob ich demjenigen helfen kann oder ob derjenige nicht doch lieber zu einem Kollegen gehen sollte oder eine Kollegin gehen sollte. Auch das finde ich in Erstgesprächen heraus und das finde ich super wichtig, weil ich brauche keine Kunden, nur weil ich Kunden haben möchte, sondern ich nehme nur Kunden, auf die ich Bock habe und die zu mir passen. Genau, und da bist du ja auch schon im Teil 1 ausführlich drauf eingegangen, deswegen Teil 1 anschauen. Genau, also das brauchen wir jetzt nicht nochmal alles zu wiederholen. Nee, genau, deswegen, ja, einige der Zuschauer werden ja auch das ganz andere Interview oder die beiden Teile gesehen haben, punkto Laborleitung, was ja noch dann auch als Angestellte machst. Da ist ja dann die interessante Frage, wie sich deine Selbstständigkeit auch auf dein Angestellten-Dasein abfärbt. Was nimmst du vielleicht mit rüber? Erzähl mal einfach. Ja, das ist halt super, super geil, weil das quasi alles verändert, ja. Also nicht nur, dass ich selber super viele Skills entwickle, die mir helfen in meiner Rolle, weil alles, was ich mache, und ich habe ja gesagt, ich mache viel zum Thema Beziehungen, alles, was ich mache, sind ja, also auch wenn du technische Laborbeleitung und vor allen Dingen, wenn du so wie ich eine fachliche Vorgesetzte bist, die keine disziplinarische Vorgesetzte ist, da geht es viel um die Beziehung. Also es geht auch um die Beziehung zu den Kolleginnen oder es geht auch die Beziehung zu Führungskräften, also weil ich ja mehr in so einer mittleren Schiene bin. Und wenn du lernst quasi, dass alles, was du wahrnimmst, also was sind die Fakten und was ist eigentlich meine Bewertung und warum mache ich mich so bekloppt, das ist natürlich eine Komplettänderung meiner Persönlichkeit. Mhm.
Und das hilft mir natürlich auch, Situationen neu zu bewerten, zu gucken, wie kann ich das Team motivieren. Also ich verstehe verschiedene Strukturen besser und ich helfe einzelnen Personen weiterzukommen. Das heißt, ich biete im Rahmen meines Arbeitsverhältnisses auch immer wieder den Kolleginnen an, dass sie mit mir Sachen reflektieren können und weiterkommen können. Und das jetzt völlig losgelöst von meiner Selbstständigkeit. Ne? Ja. Also das, weil ich einfach denen an vielen Stellen helfen kann. Und es gibt eine Kollegin, die auch immer wieder sagt so, boah Sarah, bei dir lerne ich so viel, ne? Weil ich coache niemanden ungefragt. Dann frage ich hier halt eher so, darf ich dir dabei helfen? Möchtest du dazu was hören? Weil es ein Arbeitsverhältnis ist und dann kann ich demjenigen halt was mitgeben, wenn er das möchte. Ja. Und das hilft natürlich enorm und das verändert meine Art und Weise auch. Und da sind wir wieder bei der Frage, auch in Teil 1, wie möchte ich als Führungskraft sein? Wie möchte ich als ich auf der Arbeit erscheinen? Die Identity Work, das mache ich natürlich für mich selber. Und dann sind wir wieder bei dem, was ich auch gesagt habe, practice what you preach. Ich entscheide, wie ich sein möchte. Ich entscheide und ich habe zum Beispiel für mich entschieden, also früher hätte ich mir das nie erlaubt, mit einem Kleid zur Arbeit zu gehen als Chemikerin. Ja, das passiert jetzt im Sommer. Du bist da Bescheid für die Leute, die dann in Tö sehen im Sommer, nächsten Sommer mit Kleid. Nein, es geht halt wirklich darum, darf ich als Frau, also ich habe zum Beispiel viel auch früher mit Inkompetenz, also Weiblichkeit auch mit Inkompetenz verbunden. Und darf ich weiblich sein und mich gleichzeitig kompetent fühlen? Oder ist das dann wieder zu weich gespült? Und wir leben ja nun mal einfach in patriarchalischen Strukturen. Und es geht für mich auch darum, vieles davon in Balance zu bringen. Wir sind ja halt in diesem ganzen Gender unterwegs und Frauenquote und hast du nicht gesehen, dieses ganze Pipapo, was ich persönlich einfach für grundsätzlich, ja, es ist wichtig, aber so meine innerste Voice ist, es ist Bullshit, weil es von außen aufgestülpt ist. Ja. Und viel wichtiger ist es, dass es aus innen heraus wächst. Du kannst den Menschen nicht sagen, oder du bewirkst nicht die Änderung, wenn du alles verbietest und alles reglementierst, wenn die Entwicklung nicht von außen herauskommt. Das heißt, wenn Frauen in Führungspositionen immer nur wie Männer sich verhalten, dann werden wir keine echte Änderung bekommen. Ja. Sondern wir dürfen verstehen, was bedeutet Female Leadership, was bedeutet eigentlich weibliche Führung? Wie führt denn eine Frau überhaupt, wenn sie wirklich als Frau führt? Und damit meine ich auch nicht nur Frauen per Definition, also weiblich definierte Personen, sondern männliche und weibliche Aspekte befinden sich in jeder einzelnen Person. Männliche und weibliche Energie, auch ein Mann hat eine weibliche Seite, eine weibliche Energie. Und die Kunst ist es, jeden einzelnen Menschen in sein individuelles Gleichgewicht zwischen Yin und Yang, männlich-weiblich zu bringen. Und dann können wir auch eine wirkliche Gleichberechtigung und eine wirkliche Veränderung bewirken. Natürlich können wir gute Rahmenbedingungen stecken. Ein Kollege von mir zum Beispiel, der geht jetzt 2 Jahre in Elternzeit, finde ich geil. Und ein Techniker, der bei uns war vor kurzem, der sagte zu mir, ja, eigentlich wollte ich ja kürzer treten. Ich bin ja auch schon in die Jahre gekommen. Aber jetzt kann ich ja mich nicht mal mehr darauf verlassen, dass die Männer gehen ja heutzutage auch in Elternzeit. Also der hatte sich so ein bisschen darüber beschwert. Und ich guckte ihn nur an. Ich sag, ja, sehen Sie mal, es macht gar keinen Unterschied mehr, ob Sie einen Mann oder eine Frau einstellen. Können beide verschwinden. Ja, okay. Also er hat sich quasi darüber beschwert, weil das Alte ist. Das ist so das Alte, weil und das ist ja auch das, was im Subtext passiert. Also es ist gut, den äußerlichen Rahmen zu stecken, dass also ein Mann genauso gleiche Motivation haben kann, in Elternzeit zu gehen wie eine Frau. Das ist der Rahmen, aber es ist nicht die Vorschrift. Und das meine ich mit diesem, das Überstülpen, sondern es werden immer mehr von sich aus entscheiden, ich möchte das machen. Und ein Mann darf ja genauso gut wie eine Frau entscheiden, ich fühle mich jetzt dazu berufen, unser Kind das erste oder zweite oder die ersten 2 Jahre im Leben zu begleiten und ich bleibe zu Hause und meine Frau geht arbeiten. Und das meine ich mit dieser Balance zwischen männlich und weiblich und da halt weibliche Führung und das ist halt diese Identity Work und das ist halt das, was meine Fähigkeiten ausmacht, wo mein Verhalten sich verändert. Wie möchte ich als Führungskraft sein? Wie kann ich andere Führungskräfte unterstützen, so zu sein? Also ich habe auch eine Chefin und ich finde das toll. Ich finde sie super, eine super Chefin und an jeder Position. Und Leute, das ist auch scheißegal, ob es ein Coach ist, der Millionenumsätze hat oder Selbstständige oder sowas. Jeder kommt an diesen Punkt so, hey, bin ich dafür überhaupt gut genug? Kann ich das überhaupt? Nimmt man mich überhaupt für kompetent wahr? Und das sind alles so diese Selbstzweifel. Ich habe da
ne, du hast mich ja darauf angesprochen, in Inara Kritiker, ich habe mal ein Reel zugemacht. Also diesen inneren Kritiker kennt ja jeder. Ja, klar. Oder ich sag mal, vielleicht ein paar Prozent nicht, aber die meisten Menschen kennen diesen inneren Kritiker. Und diese Selbstzweifel und diese Selbstkritik und so weiter, die betrifft ja nicht nur Frauen, die betrifft Männer und Führungskräfte ja genauso. Weil warum hätte es sonst jemand nötig, andere klein zu machen? Das ist absolutes Selbstwertthema. Das ist, und das ist, finde ich, für Führungskräfte, deswegen hatte ich das auch im ersten Teil so ein bisschen angerissen, mit diesem Selbstwertthema. Das ist für Führungskräfte auch so ein krasses Thema, weil sie irgendwo sich über ihre Position definieren und dann andere klein halten. Oh, jetzt könnten wir wieder einsteigen hier. Ja, ja, aber das sind halt so, das beeinflusst natürlich mein Coach-Dasein, meine Arbeit ganz massiv, weil da so viel ist, wofür ich auch losgehen möchte. Und was das Thema Wertschätzung kommt damit rein, ja. Ich sag zum Beispiel, ich mag dieses Lob nicht. Oh, hast du gut gemacht. Ja, also ich gehe doch nicht hin. Fein gemacht. Hast du schön aufgeschrieben. Ja, aber kennst du diese, also von dann vor allem dieses unauthentische Loben, das ist ja. Ja, ich finde halt, Dankbarkeit hat eine ganz andere Ebene. Oder Vertrauen zum Beispiel. Das hatten wir auch im ersten, so einem Chemiker-Interview-Teil da, hatten wir das ja auch mal angerissen. Habe ich das Vertrauen, dass meine Mitarbeiter im besten Wissen und Gewissen und ihr Bestes geben an ihrer Stelle? Und es gibt so viele motivierte Menschen, es gibt so viele Leute, die eigentlich ihren Job gerne machen, die aber frustriert sind von diesen ganzen Umständen. Ja. Und anstatt, dass man hingeht als Führungskraft und versucht da auch nicht wieder die Weisheit mit Löffeln zu fressen, sondern sagt so, hey, du bist der Experte für deinen Arbeitsplatz und ich breche mir keinen Zacken aus der Krone, das anzuerkennen. Nur wenn ich keinen Selbstwert habe, wenn ich quasi immer mich nur über meine Ausbildung definiere, über meinen Doktortitel definiere oder nur über meine Position, weil ich jetzt irgendein Geschäftsführer bin, CEO, ich habe da CEO stehen, ich habe da was weiß ich was stehen, wenn ich mich nur darüber definiere, wie kann ich denn jemandem etwas zusprechen, der das nicht hat? Ja. Weil wenn ich das quasi, wenn ich einen Doktortitel habe und ich definiere mich nur über den Doktortitel und ich würde jetzt jemandem das Wissen anerkennen, gleichwertig, obwohl der kein Studium hat, keinen Doktortitel. Was habe ich denn dann noch? Da bleibt nichts mehr. Und das ist das Problem, warum diese Götter in Weiß und warum das alles, die haben alle ein mangelndes Selbstwertgefühl. Sorry, dass ich das so sage, aber es ist so. Weil sonst könnte ich ja jemandem anerkennen und sagen so, hey, du bist genauso cool und du bist, ne, machst auch, du hast das Wissen, du hast zwar keinen Abschluss da drin, aber du hast ein geiles Wissen. Ja. Ja, also ich muss da jetzt reingrätschen, weil die meisten oder jetzt hier und da vor allem alle Interviews gesehen haben sollten, wissen ja auch, ich war auch in Führungskraft und verschiedenen Positionen da tätig und ich habe auch so viele Situationen, wo man dann halt einfach erlebt, dass nochmal die Position über einen zum Beispiel sich einfach definiert über die Position. Also ich werde ein Gespräch zum Beispiel nicht vergessen, man war die ganze Zeit immer so cool miteinander und auf einmal sagte die Person zu mir, ja, aber Sven, an deinem Durchsetzungsvermögen, da musst du nochmal dran arbeiten. Und dann habe ich einfach nur die richtige Frage gestellt. Ich so, woran machen Sie das denn fest? So, und dann hat sie gesagt, ja, ich habe gehört, da fängt es schon an, ich habe gehört, nicht selber miterlebt oder so, aber egal, ich habe gehört, dass bei der letzten Teamsitzung oder so, da ging es um, ich muss halt jetzt mal wirklich kurz so erzählen, da ging es um mein schwarzes Büchlein, da haben die Mitarbeiter einfach im Krankenhaus, Station, ne, reingeschrieben, so ihre To-Dos. Was noch wichtig ist, heute am Tag zu erledigen. So, weil aber so ungefähr seit einem Jahr so alles auf digital umgeswitcht wurde, wollte das Krankenhaus und oben und so, dass das alles digital festgehalten wird und nicht im Buch reingeschrieben wird. Dann habe ich in der Sitzung gesessen und habe gesagt, ich lasse euch abstimmen. So, weil wir arbeiten hier auf der Station erstmal als ein Team, egal was jetzt oben oder unten sagt, wir müssen ja hier klarkommen. Und dann war, ich glaube 50-50 oder so, oder ich glaube sogar eine Stimme mehr für das Buch noch so, für die alte Dings, weil ich habe mir auch so dann gedacht, und habe ich auch gesagt, ich so, worüber sprechen wir hier eigentlich? Wenn 5 Leute meinen, ihre Notizen in ein scheiß Buch zu schreiben, dann sollen sie es machen, Hauptsache es hilft ihnen, ja, oder eben halt dann digital. Wo ist denn jetzt hier der Pranger? So, und dann habe ich ihr das halt auch so gesagt, ich so, ja, weil das speziell hat sich ja auch hervorgehoben, ist so, und daran machen sie jetzt fest, dass ich mich nicht durchsetzen kann, obwohl ich einfach nur, im Gegenteil,
die Leute, mit denen ich jeden Tag arbeiten muss, nicht sie, sondern habe entscheiden lassen, was jetzt für uns hier besser ist. Erstmal zumindest. Und das hat ihr natürlich gar nicht gepasst. Ne? Vor allem, was habe ich rausgehört? Sie wollte dieses Buch einfach weghaben. Sie wollte unbedingt durchsetzen, dass es alles muss jetzt digital sein. Und dann hab ich einfach Nein gesagt. Und danach war dann nicht mehr so schön das Verhältnis. Und wie das dann halt so im Leben kommt, ging auch dann schnell, dann haben die Wege sich getrennt, weil ich wenn ich merke, dass ich, und das war halt immer so bei mir im Leben, wenn ich so nach 4 oder 5 Monaten, weil mich auch viele mal gefragt haben, ja, ich habe halt eine Zeit lang immer halt viel auch die Arbeitsstellen oder so geswitcht. Ich sage, wenn ich merke, dass das nicht passt, ich bin keiner, der sich 10 Jahre in so einen Tunnel reinfrisst, die Scheuklappen aufmacht und weil man ja von vielen dann hört, ja, ihr müsst gar nichts. So, wenn ich merke, das fühlt sich nicht gut an, ich kann das nicht. Ich merke sofort, nach 3 Wochen Bauchschmerzen kann jeder vielleicht ertragen, aber dann geht's einem so schlecht, geht nicht. Und dann sage ich halt auch jedem direkt, pass auf, das passt mir nicht. Und die meisten halt, Führungskräfte, kommen damit nicht klar und sagen dann, ja, dann geh halt. Ja? Oder auf jeden Fall kommt man halt nicht mehr zusammen. Also das ist echt, also Führungskräfte ist echt eine Problematik. Also finde ich gut, dass du dann da auch in die Richtung eingehen möchtest. Und der Punkt ist ja, man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, digital oder Papierform. So, und wenn das Unternehmen natürlich eine Ausrichtung hat und sagen, wir werden jetzt digital, wir machen papierlos, ich meine, das ist bei uns auch ein Thema, papierloses Labor zum Beispiel. Das kann ja bestimmte Gründe haben. Und dann hinzugehen, und das ist halt etwas, wo Coach-Fähigkeiten auch einer Führungskraft helfen können und wo auch sowas in Führungskräfte-Seminaren auch teilweise mit genutzt wird, zu sagen, ja, warum, was ist denn euer Problem? Warum haltet ihr an dem Buch fest? Was ist der Vorteil davon? Genau. Und wirklich an der Basis zu verstehen, wo der Widerstand herkommt. Wenn man dann so Argumente hat wie, ja, haben wir immer so gemacht, sorry, ist für mich kein Argument für eine Veränderung, also gegen eine Veränderung. Yeah. Wenn man jetzt zum Beispiel auch, also für uns zum Beispiel ist papierloses Labor einfach mega übersichtlich. Du hast eine eindeutige Probenzuordnung, du kannst nicht mehr so viele Fehler machen, du hast deine Zahlendreher mehr drin, weil alles immer nur übers System läuft und das System macht keine Zahlendreher, während du halt eine Probennummer aufschreibst und immer dich mal vertun kannst oder vertippen kannst. Und das ist natürlich dann im Sinne der Qualitätssicherung ein großes Argument für eine Digitalisierung. Oder halt, wenn das Buch 3-mal verschwunden ist und irgendeine Übergabe nicht geklappt hat, ist es auch wieder ein Argument für eine Digitalisierung. Definitiv, und das Interessante ist ja, und das ist halt, muss ich mich durchsetzen auf Biegen und Brechen, weil ich es unbedingt muss oder weil ich es unbedingt meine zu müssen. Da sind wir nämlich aneinander geraten, weil ich nämlich auch dachte so... Sie wollte ja was offensichtlich. Ja, also ich nehme und jetzt vor was allem aber auch prompt und Dings und ich mache das halt nicht, weil ist auch nie mein Führungsstil gewesen, sondern immer halt auch beobachten, gucken und ein bisschen entwickeln lassen, aber genau, weil da bringt ja dann auch nichts, dieses Biegen und Brechen. Genau, du kannst halt nicht alle Entscheidungen an der Basis passieren, aber du kannst zum Beispiel abfragen, warum, also ihr hattet ein 50-50 und dann kann man die eine Hälfte fragen, warum seid ihr dafür, was ist der Grund dahinter, warum jeder Einzelne und was ist der Grund dafür und dann halt wirklich zu gucken, was ist für den Prozess das Sinnvollste. Also wir haben, und das finde ich halt so entscheidend und das ist auch, glaube ich, die Führung der Zukunft, du hast eine unglaubliche Energie, Umsetzungskraft, wenn du es schaffst, Menschen für das gleiche Warum zu begeistern, für das gleiche loszugehen und dass jeder sich quasi identifiziert für das Unternehmen und eine hohe Bereitschaft hat und weiß, hey, wenn ich mal hänge, bekomme ich Unterstützung, ich kann zu meiner Familie gehen, ich kann, wenn mal irgendwie die Hütte brennt, bekomme ich Rückendeckung von meinem Job und muss nicht fürchten, da rausgeschmissen zu werden, sondern ich kann ein gutes Leben führen. Und ich kann mich selbst finanzieren und ich habe wirklich eine Firma, die hinter mir steht und gleichzeitig reiße ich mir für diese Firma den Arsch auf, im übertragenen Sinne. Ja. Ja? Also ich gehe mit der Motivation dahin, mein Bestes abzuliefern und die besten Produkte oder die beste Arbeit abzuliefern, weil, also das ist ja eine Symbiose quasi. Und nicht hinzugehen und Leute auszunehmen wie eine Weihnachtsgans, was in dieser Profitgier ja so ist. Und da fängt es ja mit Wertschätzung und Bezahlung schon an, ja. Wie gerne bezahlst du andere? Das Thema hatten wir ja auch vorhin im Vorgespräch wieder so ein bisschen angerechnet. Wie gerne bezahle ich auch Investitionen oder sonst irgendwas? Und es fängt schon damit an, wie gerne bezahle ich dafür, dass ich mir jemand Lebensmittel anbaut?
Ne? Und dann geht es ja auch weiter mit, wie gerne bezahle ich meine Mitarbeiter. Also ich bezahle meine virtuelle Assistentin super gerne, weil die mir halt Arbeit abnimmt. Ich bezahle einen Dienstleister, einen Zahlungsanbieter super gerne, weil der mir Arbeit abnimmt. Ja. Ich bezahle auch die Werkstatt gerne, weil die mein Auto in Ordnung bringt. Ja, ja. So, und mit dieser Haltung, Geld abzugeben und nicht so, oh Gott, das ist schon wieder so eine teure Rechnung und in dieser Negativspirale, weil es profitieren ja an bestimmten Stellen andere Menschen davon. Die machen eine Leistung und ich wertschätze das auch, indem ich gerne bezahle. Nicht nur, indem ich eine Summe X bezahle, sondern indem ich gerne bezahle. Aber gerade war jetzt auch wieder ein Satz, den du gesagt hast, ja, weil der hätte mir jetzt zum Beispiel meinen damaligen Ich nämlich weitergeholfen, wegen diesen Durchsetzen, weil du gesagt hast, ja gut, du hattest doch, man hätte genau das ja so sagen können, ja gut Sven, du hattest ja eine 50-50-Entscheidung, frag doch nochmal genau bei jedem dieses Warum nach und dann findet man bestimmt eine Lösung oder so. Dann hätte doch gereicht, aber weil man mir ja direkt eine Konfrontation kam, habe ich natürlich auch dagegen geschossen, mehr oder minder, und schon ist das halt... Bumm, ne? Genau, das sind Coaching-Skills. Das sind Coaching-Skills, wo man sich denkt, hä? Weißt du, ich habe mir gerade vorgestellt, hättest jetzt damals du da gesessen, hättest jetzt genau den Satz gesagt, dann wäre doch alles gut, wäre ich rausgegangen, ja stimmt, geil, danke, dann gehe ich jetzt runter und genauso kann ich das committen und weitergeben. Ja, genau, also die Information, die ich jetzt als Chefin an dich gegeben hätte, wäre, pass mal auf, die digitale Einführung kommt, das ist einfach eine Richtung, wo wir jetzt hinwollen, egal ob du es jetzt gut findest oder nicht. Lass uns doch einfach schauen, wie kriegen wir das am besten umgesetzt? Und wie können wir die Leute mitnehmen? Darum geht es ja letztendlich, die Menschen einfach mitzunehmen. Und das ist auch wieder Führung. Ja. Ja, das ist auch wieder Führung. Und wie kann ich halt Menschen für diese Sache mitnehmen? Und Change Management und so weiter geht ja komplett darum. Ja, mega auf jeden Fall. ja, wie immer, man kennt es ausgeholt in meinen Interviews, aber sehr, sehr gerne. Sehr einfach, die Thematik ist einfach, wie auch schon in Teil 1, einfach super. Thema Akzeptanz und Ansehen, so habe ich ja auch in dem Interview drin. Also jetzt so eine Gesellschaft, aber jetzt auch bei dir vielleicht gerne so, wie wird halt überhaupt so in der Familie oder in deinem Umfeld wahrgenommen, wenn du sagst, ich bin halt Coach darin und darin. Wie wird das aufgefasst? Ja, also, ich überlege jetzt gerade, wie ich es so ein bisschen ansetzen soll. Also gesellschaftlich, sage ich mal, ist das so ein bisschen geteilt, so auch so nach dem Motto, macht ja jeder jetzt einen Coach. Es ist ja so ein bisschen on vogue, Coach zu werden. Geht ja so ein bisschen durch so eine Welle und ich muss dazu sagen, ich bin halt auch in dieser Coach-Bubble drin. Also manchmal habe ich so das Gefühl, wem soll ich eigentlich jetzt noch was erzählen, weil es sind ja überall nur Coaches. Yeah. Aber das ist ja halt auch so algorithmustechnisch vom Social Media und so ein bisschen gesteuert, dass man dann auch nur noch in seiner Bubble unterwegs ist. Das ist das eine. Das andere ist in der Familie oder im Umfeld. Ja, also es wird halt schon mal so ein bisschen belächelt, sich selbstständig zu machen. Generell so nach dem Motto, ja, das ist ja so ein bisschen Spielerei und das ist ja so ein bisschen dein Hobby. Und da ist halt das Umfeld, ich sag mal so ein Umfeld, Menschen mögen keine Veränderung. Und wenn du halt hingehst und dich veränderst, dann stößt das in der Regel erstmal auf Widerstand. Also die wenigsten im Umfeld können damit gut umgehen, wenn du dich veränderst. Und das ist so ein bisschen wie eine Krabbenkiste. Kennst du das Bild von der Krabbenkiste? Nee. Du hast einen Korb oder eine Kiste, wo lauter Krabben drin sind und eine versucht mal irgendwie so an der Wand hochzuklettern und die wird automatisch von allen anderen wieder runtergezogen. Weil die immer schön möchten, dass wir alle in der gleichen Suppe immer drin hängen bleiben. Und so ein bisschen ist das halt mit dem Umfeld halt auch so, dass man halt Schwierigkeiten hat, wenn du halt zum Beispiel Dinge neutral siehst, wenn du halt eine andere Meinung hast, wenn du eine andere Perspektive da hast oder wenn dich mit Themen beschäftigst, die halt nicht so auf ein offenes Ohr stehen. Ich kenne ganz kurz nur ein anderes Bild dazu. Es gibt dieses Bild, wenn einer auf dem Tisch steht und der andere steht unten, du wärst jetzt der aus der Suppe gehen will, war das schwieriger, denn denjenigen hochzuziehen oder runtergezogen zu werden. Also physikalisch natürlich nach unten gezogen zu werden. Genau. Von daher, ja. Das Bild nimmt auch der Tobi Beck zum Beispiel auf dem Stuhl. Der hat sich da auf dem Stuhl gestellt. Das ist genau das, genau. Ja. Und das ist natürlich erstmal das gewohnte Umfeld. Dann muss ich dazu sagen, dass ich damit aufgewachsen bin, dass Psychotherapeuten und alles, was irgendwie mit Psychologie zu tun hat, dass das halt alles Bullshit ist. Und dass das alles Quacksalber sind und dieses ganze Gelaber und so halt keinen Wert hat. Und das hat es für mich persönlich auch so schwierig gemacht, zu sagen so, hey, ich will das tun, ich will das machen, ich erlaube mir das selbst. Meinem Herzen zu folgen und etwas zu tun, mit dem ich Menschen bewegen kann.
darum ist es halt für mich auch gleichzeitig so wichtig, mich anderen, einem anderen Umfeld anzuschließen. Also deswegen bin ich halt einer Coach-Community angeschlossen, weil das nicht immer einfach ist. Und ich sag mal so, wenn meine Chefin mir dann sagt, ja, ich folge dir auf Instagram, ne? Ja, dann ist man auch nochmal so direkt unter Beobachtung. Geil. Also das ist halt auch so die Diskrepanz, da geht es auch wieder um Selbstständigkeit generell. Wenn ich in die Sichtbarkeit gehe, auch so dazu zu stehen oder was ich halt auch schon gehört habe, boah, wie viel Geld die dafür nimmt, ist ja unverschämt und so weiter. Das sind halt auch wieder so Dinge, die triggern die Menschen. Und wenn dich das triggert, dann denk mal drüber nach. Ja. Ja. Naja, das sind halt so, das sind so teilweise die Reaktionen. Oder wenn ich meine Big Vision habe, also es gibt eine Person in meinem Umfeld, wenn ich von meiner Vision spreche oder auch von Umsätzen, die ich anstrebe oder solche Dinge, die ist davon halt, bin ich wandelnd getriggert. Oder wenn ich sage, dass also das Embodiment hat mich diesen Sommer super viel bewegt oder seit dem Sommer bis jetzt hin und ich lerne da halt von meiner Mentorin ganz, ganz, ganz viel. Und wenn ich dann merke halt, wie viel Weisheit in meinem Körper steckt und wenn ich sage so, ja, meine steife Hüfte, also ich habe halt ein künstliches Hüftgelenk, ich habe eine schwere Hüftarthrose und wenn ich jetzt sage, ich kann wieder im Schneidersitz sitzen, weil ich ganz viele Ängste daraus befreie, dann gucken die Leute mich natürlich auch mal an und zeig mir einen Vogel. Ja. Der Punkt ist, es ist ja schön, die können mich ja auch für bescheuert halten. Ich lerne für mich ja einfach nur einen Weg, wie es mir besser geht. Und ich sage immer, wer heilt, hat recht. Ja. Ich will bei einer Sache noch reinsteigen, weil die finde ich auch wieder interessant, weil das wirklich so gekoppelt ist zwischen so deutschsprachigen Raum und USA. So dieses Thema loslaufen, sich selbstständig machen, Unternehmen oder so aufbauen. Weil klar, man alle fangen so klein an, aber in den USA ist das so, erstens, das hat auch, also hier wird das ja alles so kritisch und Risiko und bla bla. Und da sagen die einfach, ja, mach. Also ich habe jetzt schon ein paar Stimmen gehört, die da gibt's ja gar nicht. Und außerdem wirst du dann, genau, weil hier ist ja auch so die Thematik, ja, du könntest ja scheitern, was ist, wenn du dann vor dem Nichts stehst und so. Und da wird dann wohl so gesagt, also klar, mach auf jeden Fall, fall hin. Und quasi erst, wenn du das dritte Mal oder so, erst dann wirst du wahrgenommen. So nach dem Motto, wie oft bist du schon gescheitert? Ja, zwei Unternehmen habe ich schon sank gesetzt. Alles klar, dich nehme ich wahr. So, weißt du, so jetzt geht's richtig los. Da musst du auf die Fresse fallen, dass du überhaupt quasi, also, ja, und hier ist halt bloß nicht anfangen, bloß nicht anfassen, bloß erst nicht reingehen in die Materie oder so. Da wollte ich einfach nur mal aufgreifen, weil da sieht man wieder, ich meine, wir leben alle auf einem Planeten, die wohnen einfach in den USA, wir wohnen hier. Und die Denkweisen komplett anders sind in diesem Bezug jetzt speziell so. Ja, das ist ja nicht nur Deutschland, beziehungsweise ist ja generell der deutschsprachige Raum, ja. Wo dieses hohe Sicherheitsbedürfnis da ist. Genau. Wir sind ja auch mit einer hohen Schuld belastet. Also man hat ja nicht nur die kirchliche Schuld, also die Kirche hat uns ja sehr viel Schuld eingeredet. Ich rede jetzt nicht von Religion, ich rede extra von Kirche. Institution Kirche und das ist auch nichts anderes als eine Geldmachmaschine, also zumindest war es jahrelang. Sie verliert ja langsam an Einfluss und das gleiche ist ja auch die Kriegsschuld. Ja, also wir sind ja mit sehr viel Schuld beladen und Schuld ist halt auch immer ein schlechter Ratgeber und dann geht es halt viel auch in der Nachkriegszeit um Sicherheit und so hat sich das ja auch entwickelt und es hatte alles seine Daseinsberechtigung und gleichzeitig dürfen wir uns da jetzt einfach rausentwickeln. Und Menschen, die sich da rausentwickeln und sagen so, hey, worauf kann ich denn mich mehr verlassen als auf mein eigenes Brain, auf meine eigenen Fähigkeiten? Wenn man sich ja anschaut, die ganze Welt wird gerade erschüttert in ihren ganzen Denkweisen, in ihren ganzen Dingen, die passieren. Und man fängt an, neu zu denken. Und ich finde halt, es gibt viele positive Aspekte, die uns die ganzen letzten 3 Jahre oder 2 Jahre gebracht haben in Richtung Veränderungen, wo es wirklich für Unternehmen heißt, wir müssen umdenken, wie wir arbeiten. Wir dürfen umdenken, wie wir mit der Umwelt umgehen. Wir dürfen umdenken, wie wir miteinander umgehen. Und da passiert jetzt halt gerade einfach, die alten Systeme funktionieren nicht mehr so ganz. Ja. Das merken wir gerade und das macht halt, Veränderung macht immer Angst. Also ich kenne keinen Menschen oder ich kenne sehr wenige Menschen, denen Veränderungen keine Angst machen. Und das ist okay. Ja, es ist okay, Angst zu haben, es ist okay, sich mies zu fühlen, es ist okay, durch einen Prozess durchzugehen. Ja. Und das ist halt so entscheidend daran. Mhm. Kommen wir schon dann jetzt zu der letzten Frage des zweiten Teils. So krasser, positiver Moment. Hast du da irgendwas, was du da so gerne erzählen würdest oder raushauen kannst? Ja, also
Ich hatte tatsächlich einen krassen, also was ich in meiner Coach-Ausbildung mit drin hatte und was ich auch jedem einfach dann freiwillig empfehlen kann, ist die Suizidprävention. Das heißt, wir haben einen eigenen Extra-Kurs belegen müssen, dass wir halt lernen, damit umzugehen, wenn wir eine suizidgefährdete Person haben. Und ich finde, das ist halt wirklich ein Element, wenn man in so einem Bereich unterwegs ist, wo die Grenze zwischen psychischen Erkrankungen und normal Coaching, also Psychotherapie und Coaching, muss ganz klar abgegrenzt sein. Nur wir arbeiten natürlich immer wieder mit Menschen, die natürlich auch in einen krankhaften Bereich reingehen können. Mhm. Und da ist es wirklich wichtig, als Coach seine Grenzen zu kennen. Und deswegen hatten wir halt diese Suizidprävention, um auch die Angst abzubauen, so eine Frage zu stellen. Wie einen Kunden zu fragen, so, ja, wenn jetzt ein Klientin zu mir sagt oder ein Klient sagt, ja, wahrscheinlich wäre es besser, wenn ich gar nicht mehr da wäre. So. Jo. Und dann keine Angst zu haben, zu fragen, so, wie habe ich das denn jetzt zu verstehen? Sag mal, denkst du eigentlich daran, dich selbst umzubringen? So, ist das ein Thema? Und da haben wir halt einen Präventionskurs gehabt und ich hatte ihn gerade abgeschlossen und habe ein Übungscoaching mit einer Klientin und die sagt dann diesen Satz. Also die sagt sowas in der Richtung und ich sitze dann da und denke mir so, ey, fuck. Boah, krass. Ja. Und dann habe ich die Fragen gestellt und sie sagte dann halt auch so, ja, nee, also gerade nicht, aber ich habe das schon öfter dran gedacht, in meinem Leben ein Ende zu setzen. So, bumm. Und dann hängst du in so einer Situation und dann beginnt nicht, also dann ist Coaching beendet. Dann habe ich das auch klar artikuliert, also zu sagen, so pass auf, das Coaching ist jetzt an dieser Stelle zu Ende. Ich gucke jetzt, dass ich bin da für dich, ich habe Zeit für dich, ich nehme mir dir Zeit und wir gucken, dass wir dir jetzt Hilfe zuführen. Ja, das finde ich gut. Da wäre es auch die Frage gewesen, wie hast du dann den nächsten Schritt drauf reagiert? Darauf bin ich ja vorbereitet worden. Also das meine ich halt. Ja, voll gut, weil ich glaube, viele würden dann nämlich, gut, ich bin jetzt nicht in richtigem Coaching, aber ich hätte dann erstmal durch Erstaunen quasi da gehangen, so, oh scheiße, die hat jetzt echt gesagt, dass sie drüber nachdenkt. Und dann hängst du da. Genau. Also, wie reagierst du jetzt? So, wir sind als Coaches darauf vorbereitet worden und das finde ich halt elementar und das wird nicht in vielen Coach-Ausbildungen thematisiert und es wird auch nicht in vielen Coach-Ausbildungen angesprochen, weil es gibt auch sogenannte Red Flags für psychologische Erkrankungen. Mhm. Das ist auch deine Verantwortung als Coach hinzugehen und zu erkennen, wann hat jemand eventuell eine psychologische Störung und wann würdest du zum Beispiel dem empfehlen, du kannst ja einem Kunden nur empfehlen, ich empfehle dir mal zum Therapeuten zu gehen und das abzuklären. Ne? Und es gibt auch Coaches, die eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Arzt fordern, dass derjenige quasi für ein Coaching geeignet ist. Das gibt's auch bei Therapeuten, so ich weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt. Da gibt quasi der Arzt eine Bescheinigung, okay, dieser Mensch ist soweit in Ordnung, dass mit dem gearbeitet werden kann. Gibt es auch. Und da war halt eine Klientin und das ging dann tatsächlich bis 24 Uhr. Also ich glaube, festgestellt hatten wir es so um halb neun, also relativ am Anfang. Und dann habe ich sie bis 24 Uhr begleitet, bis ich sie soweit hatte. Also das Problem war, alle Hotlines haben nicht funktioniert. Also du begleitest denjenigen dann dabei, dass der die Hotlines anruft, sich Hilfe holt. Da machst du es auch nicht für denjenigen. Also ich habe die Nummern rausgesucht, habe guck mal, da gesagt, da kannst du anrufen, das ist für deine Region entscheidend. Das heißt, du begleitest denjenigen dabei, dass der sich jetzt Hilfe holen kann, dass es in Ordnung ist, weil dann oft diese Zweifel kommen, also diese Zerrissenheit zwischen ich habe eine Todessehnsucht und vielleicht ist es aber doch nicht so schlimm. Mhm. Ja, und wieso darf ich vielleicht darf ich ja gar keine Hilfe annehmen. Also dann wieder auch dieser mangelnde Selbstwert, wirklich zu sagen, so, hey, ja, ich darf mir Hilfe holen. Und das Problem an der Stelle war halt einfach, wir waren die ganze Zeit in dem Meeting, die ganze Zeit online, ne? Und ich habe diese Person dann dazu begleitet, sich Hilfe zu holen. Dann hat das alles nicht funktioniert. Die ganzen Leitungen waren alle durchgehend blockiert. Also keinen erreicht, ja. Und dann haben wir halt einen Plan geschmiedet, wo ich gesagt habe, so pass mal auf, was sind deine Schritte für morgen? Was kannst du direkt morgen früh machen? Und wir haben ganz konkret gesagt, so, und dann hat sie auch gesagt, ja, dann, wenn da und die Familie aus dem Haus ist und so weiter, und dann machen wir den nächsten Schritt und dann machen wir den nächsten Schritt. Ich sage, okay, und wenn du das alles gemacht hast, dann kannst du dich bitte bei mir melden. Ist das wichtig? Ja, also auch zu einfach diesem Menschen zu sagen, so, hey, ist mir wichtig, ich bin jetzt für dich da. Und ich habe sie halt auch eine Zeit lang begleitet und sie war dann auch nochmal bei einer Therapeutin. Da muss ich wiederum sagen, da hat das System wieder schlecht gegriffen. Mhm. Also sie hat da wenig Unterstützung erfahren. Sie hat jetzt eine andere Lösung gefunden für sich. Wir stehen auch noch weiterhin in Kontakt. Nur das sind halt so Dinge, das war auch für mich der krasseste Moment,
wo ich dann da sitze und denke so, okay, das ist richtig heftig. Und ich habe da halt wirklich eine Woche vorher meine Ausbildung, also da in diesem Part abgeschlossen oder 2 Wochen vorher, und du denkst ja nicht, ja, wann passierte das schon mal, ne? Ja, klar. Das wird dir auch in der Ausbildung gesagt, ja, ja, das passiert dann vielleicht einmal so irgendwann in deinem Coach-Dasein und zack, bumm, hat's mich bumm, direkt gehauen. Am Anfang mitgenommen, ey. Ja, heftige und Story. Das war richtig krass, und dann gibt's natürlich auch super, super schöne Momente, und das ist halt, wenn ich mitkriege, wie sehr Menschen sich, also mich an sich ranlassen. Mhm. Also wenn du jemanden hast, der dir so vertraut und sich so öffnet, dann ist das für mich einfach jedes Mal ein Riesengeschenk und ein besonderer Moment. Und ich spüre manchmal auch, wie mächtig du als Coach bist, mhm, weil manche Menschen dann halt so offen sind und quasi alles tun würden, was du sagst, wo du einfach sehr sorgsam mit diesem Einfluss umgehen darfst. Und das sind halt krasse Momente, schöne Momente. Und was für mich dann das Nonplusultra ist, ist, wenn eine Klientin voll in diese Selbstermächtigung geht. Ja, also wenn die dann erkennen, was die können, so. Also ich habe so ein, wir haben so eine Art Energie, also die Klientin von mir, ich habe sie nur geleitet und sie hat dann selber alles Mögliche gemacht. Mhm. Und in sich selbst und mit ihrer Angst und ihren Emotionen umgegangen und erblüht dann und strahlt, weißt du, hast plötzlich so eine Wow-Energie von der Person gegenüber, und ich sitze nur da und denke mir so, yes, dafür. Dieses Aufblühen zu sehen und zu erleben, ne? Ja, krass. Und dass sie so ich sag denen dann auch so, und die sagt dann, oh, danke, Sarah. Und ich sage, ich habe nichts gemacht, das hast du gemacht. Ich bin nur der Raumhalter, ja. Mhm. Ich bin derjenige, der dir eine Anleitung gibt, aber machen tust du es. Ja. Und das sind so diese, da geht mir so richtig so, ne? Und wenn Menschen so über sich hinauswachsen und sich trauen und sagen so, boah, krass, das kann ich, und boah, ich bin so wertvoll und so viel ist in mir, und das ist so. Das sind geil. Die schönsten. Ja. Ha, ja, ich so ein paar Tränchen in den Augen. Das bewegt mich einfach. Dafür mache ich das. Und das sind diese herzöffnenden Momente, wo jemand sagt so, boah, wow, das kann ich. So sich selbst das Licht leuchten lassen. Ja, man sagt ja so, man spricht ja davon, dass Menschen ihr eigenes Licht scheinen lassen. Und wenn die so selbst in ihre Kraft kommen, das ist einfach, das sind heftige Momente. Mhm. Und die liebe ich abgöttisch. Da würde ich direkt sagen, mit diesem positiven Vibe können wir euch dann quasi jetzt auch guten Mutes entlassen. Ja, dann danke nochmal für die Zeit, die du genommen hast. Sehr gerne. Ist mir eine Ehre, eine Freude. Macht immer Spaß mit dir. Ja, vielen Dank. Ja, einfach genial. Wenn ihr sehen würdet, was wir noch davor alles gesprochen haben, danach und hier und ach. Ja, demnach ganz wichtig noch halt die Links, ne, zu Sarah auszuschicken und da einfach mal vorbeizuschauen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.